So. Oh, das Problem sind nicht die gekauften Leute. Das ist dir völlig egal. Das Problem ist, dass wir seit ewigen Zeiten daran kämpfen, bei der Vorhersage, dass wir ab 2700 Einwohner ein Bevölkerungsproblem bekommen. Ich nenne es mal Problem. Ich zeig dir das mal, was ich meine. Ich gehe mal mit der Statistik ein bisschen weiter runter, damit man das besser sieht. Guck mal. Wir steigern immer unsere Bevölkerung und dann droppt sie wieder. Dann steigern wir wieder, dann droppt sie wieder. Dann steigern wir wieder, dann droppt sie wieder. Und unser Peak war bei 2700 rum. Dann beginnt meistens das große Wegsterben. Und das hat man jetzt gesehen. Das droppt dann immer so auf um die 2000 rum. Und wir kommen einfach nicht richtig drüber. Das ist die Sache, wo wir jetzt gerade so ein bisschen am Kämpfen sind. Okay, wird wieder selber Essen gekauft oder geholt. Da kommen noch mehr Fahrzeuge, habe ich so den Eindruck. Ja, da ist noch eins auf dem Weg. Will auch beladen. Das ist gut, da müssen wir nicht das ganze Essen an der Grenze kaufen. Das wäre schon sehr angenehm. Und wir produzieren, wenn da mal ein paar Leute da sind, 60 jetzt aktuell, produzieren wir auch tatsächlich mal in einer Geschwindigkeit, die echt gut ist, ne? Kommt da noch mehr Arbeiter? Ja, einer. Der eine macht's. Der holt's. So, hier wird auch nochmal ordentlich mit am Fleisch gearbeitet. Ist auch wieder ein Fahrzeug unterwegs. Der lädt auch wieder ein. 3 Tonnen will der gerne haben. Das wird natürlich ein bisschen knapp. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal nach und nach darum. Erst fangen wir an, mit der Lebensmittelversorgung wieder halbwegs adäquat auf Stand zu kommen. Danach fahren wir die Stofffabrik hoch, also die Kleidung. Und danach fahren wir die ganze Viehgeschichte hoch. So, Geld wird knapp. Ja, das sind natürlich ganz schlechte Sachen. Das ist ein schlechtes Zeichen für uns. Ich nehme mir mal jetzt ein bisschen mehr Rubels auf, damit ich ein bisschen Puffer habe, bis das alles wieder ein bisschen anlaufen kann. Da muss ich nicht ständig Geld verbrennen. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? Wir zahlen halt, mal gucken, wann das jetzt, das müsste jetzt gleich besser werden. Wir zahlen halt enorme Mengen pro Monat ab, ne? Wir müssen aus diesem Kredit, Scheiß mal irgendwann rauskommen. Ja. Okay, also die Produktion läuft mit 22 Arbeitern so halbwegs konstant. Aber es kommen halt nicht konstant Leute, so wie das aussieht, haben wir halt immer wieder die Problematik, dass es halt einfach nicht genau reicht für alles. Essen ist allerdings eine Sache, die jetzt hier gut vorrätig ist. Das 24 Tonnen sind da, das ist mehr als das Gebäude kann. Wir können natürlich auch dem sagen, er soll natürlich hier nur reinliefern und nicht rausliefern, aber das machen die eh nicht, ne? Stahl kaufen. Ja, nee, wir sollen keinen Stahl kaufen. Nee, 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 das ist Quark. Du, das Ding ist, diese ganze Verarbeitung, die wir hier aufbauen, soll uns ja tatsächlich unsere letzten Schulden abtragen. Unsere Millionen, die wir aufgetürmt haben. Weil Stahl eine Ressource ist, die wir, je mehr wir bauen, natürlich umso mehr brauchen. Und die Gebäude, die wir bauen, werden auch immer eher teurer als günstiger. Gerade auch alles, was wir machen, wird jetzt eher nicht mehr auf Sparflamme gemacht, sondern wir versuchen dann Lösungen zu finden. Und ich will ja auf nahe Zukunft dann auch Richtung Zug weiter wandern. Und das braucht Stahl, da brauchen wir auf jeden Fall was. Nicht immer 3 Großprojekte gleichzeitig. Ja, wobei, was haben wir denn jetzt als Großprojekt? Also ich sehe aktuell von den Hauptgroßprojekten, die wir verfolgen, nur noch das hier. Das ist hier die Projektierung der Stahlproduktion, das wir hier machen. Das ist alles. Mehr haben wir gerade an Großprojekten nicht. So, hier wird wieder ordentlich verschürt. Hat sich der Stand für den Sondermüll hat sich wieder reduziert. Naja, wir kaufen davon auch einfach viel zu viel, wenn wir so viel verbrennen, ne?
können natürlich das hier wieder mal fortsetzen. Den Bützenbacher Berghotel. Das wird zwar noch nicht befüllt, aber für den Moment können wir das mal weitermachen. So, was haben wir hier noch? Alkohol, das läuft. Das Essen ist vorrätig. 42 Tonnen sind da. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, das sind die letzten Straßen, die hier untergrund noch mäßig gebaut werden. Gut. Was ist denn das größte Problem gerade? Niedrige Regierungsloyalität, sagen immer noch einige. Ja, das ist natürlich nicht so schön, ne? Die Agrarflächen, die reichen. Ja, ja. Wir haben Pflanzen für das Lebensmitteldüngen. Das reicht dicke aus, ne? Selbst für die Tiere. Moment. Wir brauchen ein Foto für den Bützmarkt. Kann ich da... Da kann ich kein Schild drauf machen, ne? Nee. Der neue Bützmarkt für euch. Mit dem Hintergrund des Bützblocks. Raphael, grüß dich. Und die Bützkneipe, ja. Die Wasserleitung raufwärts, ob die schon fertig ist? Nee, da sind wir dran. Da müssen noch 15 Tage gemacht werden. 15 Tage dauert das noch für diesen Abschnitt. Haben wir da oben noch einen, der offen ist? Nö, der oben ist auch schon fertig. Ich glaube, da fehlt noch eine Leitung hier oben, ne? Und hier oben, das war's dann noch. Die Leitung fehlt noch, aber ansonsten schaut das gut aus. So, wie schaut's jetzt mit den Bevölkerungsfreunden hier an der Haltestelle aus? Das ist okay, die kommen recht langsam noch, da wünschte ich mir ein paar mehr. Aber der fährt zum Nahrungsbahnhof immerhin mit 7 Leuten. Das ist schon mal was. Ein Bretterparadies nimmt da 6 Leute mit. Das ist gut. Hat es jetzt mit der Werkstatt eigentlich mal funktioniert? Die haben alles, was sie brauchen. Denen fehlt aber noch Stahl. Können die Stahl mitnehmen? Ne, da braucht man einen mit offener Ladefläche. Wobei, wir haben hier einen mit offener Ladefläche tatsächlich. Der kann auch Stahl kaufen. Dann müsste der da eigentlich für bereit sein. Ja, das macht er schon. Okay, dann wird die Reparatur jetzt gleich weitergehen. Ich bin guter Dinge. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist Stahl da. Jetzt wird auch endlich wieder repariert, Leute. Wahnsinnig gut einfach. Hätte einen tollen Namen für das Kieswerk. Schotter für Schotter. Können wir dann transparent? Ja. Schotter für Schotter, Kieswerk. Schön. Das ist gut. Tech habe ich gekauft. So, jetzt arbeitet natürlich hier gerade niemand, ne? Jetzt haben sie endlich mal alles, was sie brauchen. Jetzt arbeitet hier niemand. Ist doch zum Heulen. Aber wo ist denn hier der... Da ist die Bushalte. Ach ja, doch, jetzt. Jetzt wieder. Jetzt sind wieder ordentlich Leute drin. Schauen wir mal, ob da auch wirklich jetzt was geht. Ah ja, hier ist einer gerade da. Die müssten auch mal repariert werden, die Dinger, ne?
Na, ja, die fahren schon los. Haben die jetzt eigentlich die in der Stadt hier unten repariert? 95%, 83%, 92%, nee. Ah, Moment! Den können wir nämlich dann bald wieder losfahren lassen. Weiß gar nicht, auf welcher Route der hängt. Oder ist gerade wieder niemand da? Ja, die. Ah, nee, die sind hier an dem Bus dran. Das ist einer von den Bussen, die sie gerade reparieren. 92%, okay. Unter 50% kann ich ihn wieder rausschicken, ohne Bedenken. Das sind, wir haben halt eine Zeit lang echt Probleme mit der Reparatur gehabt. Und dann war das halt so ein Ding, ne? Wie voll sind die Lager? Welche? Welche Lager? Das klappt mit der Ausbildung gerade. Wie schaut es da im Übrigen aus? Oh ja, die langsam erholt sich unsere Universitätsleute, erholen sich ganz, ganz gemach. Das ist in Ordnung. Boah, ey, wir kämpfen hier wirklich am Limit, ne? Das neue Lebensmittelding. Das ist zwar jetzt gut getankt, aber die recht viel mehr Einwohner in Bützenbach hier können wir nicht haben. Die zweite Werkstatt, das lief jetzt eine ganze Weile lang nicht. Da wird ein ziemlicher Überdruck gerade drauf sein, aber lass die ruhig mal machen. Wenn die jetzt richtig angebunden sind und alles in rauen Mengen auch vorhanden haben, dann können die auch arbeiten. Ich glaube, das Problem, wir hatten hier am Anfang den Haken drin, bei Reparaturlauben bin länger untätig. Da haben wir ja festgestellt, da ist die Übersetzung falsch. Das hat uns einiges an Zeit und auch Geld gekostet. Lass die ruhig mal arbeiten. Die kommen relativ zügig eigentlich mit allem, was sie machen, voran. Vor allem, wenn die mal voll mit Leuten sind. Unser Problem war immer schon das gewesen, wir brauchen mehr Leute. Die Busse müssen fast voll fahren, damit unser System tatsächlich gut funktioniert. Und man sieht das am Geld. Wir sind nähern uns den 2700 Einwohnern, dann funktioniert es plötzlich, weil dann alle Fabriken endlich mal in den Mengen arbeiten, die sie eigentlich denn sollen. Ja? 0% Arbeitslose im Großen und Ganzen, mehr oder weniger. Aber wir brauchen halt durchgehende Produktion, damit alles auch wieder so funktioniert, wie es eigentlich gedacht ist. Noch können wir mit allem mal hier so halbwegs hantieren, aber es... Gibt es noch genügend freie Wohnungen? Sollten wir eigentlich haben, ne? 12, 91 über... Ja, das passt schon noch. Da ist noch keine Problematik zu sehen. Ja, das ist okay. Wenn die voll sind, dann ist alles gut, ne? Also, so oder so. Hier werden auch viele auf Baustellen gekarrt. Stofffabrik gehen auch niemand weg. Dafür aber ein Nahrungsmittel 25. Das ist gut. Das Bretterparadies wieder, dann funktioniert die Werkstatt 1A. Steht da einer? Nee, da stehen ja gar keine Fahrzeuge drin. Ich weiß nicht, ob die auf dem Weg sind. Ist auf dem Weg, okay. Ist der drin? Ich würde es nicht mal sehen, wenn der Traktor da drin stehen würde, weil der so klein ist. Ist auch ziemlich zugewachsen. Keine Arbeiter. Ja, gerade nicht, ne? Da ist noch einer. Der Lieferant hat wieder was geliefert. Ja, doch, hier wird gut gearbeitet. Es sind auch wieder richtig Leute drin, das passt schon. Wir machen Plus? Ja. Also, du musst das immer so sehen. Abzüglich dem Minus, was wir machen, wenn wir, warte kurz. So, das ist unser Grafik für das letzte Jahr. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg und danach ist die Bevölkerung instabil geworden. Und dann ist das jetzt, da wo meine Schulter beginnt, da ist die Bevölkerung quasi abgestürzt. Und dann hatten wir so einen richtigen Kampfpunkt, wo wir rumgewurschtelt haben. Und jetzt langsam wird es aber wieder so ein bisschen in die Richtung. Also, es geht in die richtige Richtung. Okay, hier brennt wieder ein Transformator. Da sind unsere Feuerwehren natürlich gefragt.
Und wird sofort gelöscht, aber wir haben natürlich Elektrizitätsproblem überall in der ganzen Stadt. So. Okay. Ich denke, es wäre jetzt mal so an der Zeit. Was sagt denn unser Baubüro gerade? Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Dann kappen wir jetzt mal unsere Leitungen hier. Wir müssen das System hier neu verlegen. Das bedeutet... Also, das bedeutet, wir werden hier mal ganz kurz aktiv. Das Ding kommt hier weg. Und das Ding kommt hier weg. So. So werden wir das mal ganz kurz abreißen. Warum immer das so aussieht gerade. Und dann werden wir das neu zusammenklamüsern. Eine Leitung können wir eigentlich komplett abreißen, ne? Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir machen die komplett weg. Okay. Das Abrissbüro wird schon auf dem Weg sein, nehme ich an. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Ja, ja, da sind auch schon die ersten Leute. ...128 Arbeitstage kostet das. Das wird natürlich jetzt eine Sache erzeugen. Das wird unsere Sondermüllproduktion auf Null runterfahren. Bis das nicht gemacht ist, wird es auf jeden Fall zum Problem. Erhöhe mal, dass das ein bisschen schneller dann abgebaut wird. Ist das ein Prio-Schalter? Ja. Weil dann können wir nämlich hergehen und sagen, Priorität auf die Stadt und alles, was drüber produziert wird, geht dann in den Verkauf raus. Drehen das Ding auf 100% hoch und dann müsste es funktionieren. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mit befassen, natürlich, wenn es dann soweit ist, weil ich da auch sowas noch nie gebaut hatte. Aber wir kriegen das schon noch hin. Das zu sehen. Jetzt lassen wir dir das erstmal abreißen. Das ist jetzt die Arbeit für diesen Sommer. Das Stromsystem komplett zu überarbeiten, damit das dann auch mal mit Schmackes läuft. Ich will gar nicht wissen, was das große Müllverbrennungsding kann, wenn wir das mal richtig unter Zunder laufen lassen. Finanzen, die gehen, aber sie sind nicht geil. Also es geht schon, aber es ist nicht geil. Nein, sagt die Kids pennen. Was habe ich letzte Stunde verpasst? Wir sind auf einem guten Weg. Also unser Hauptarbeit ist, Zwergbräu funktioniert wieder. Dann haben wir zusätzlich endlich wieder anständig Leute in der Nahrungsmittelfabrik. Wir haben auch wieder ordentlich ein paar Tonnen über und das ist eine gute Geschichte. Das heißt natürlich, wir können auch langsam vorsichtig drüber nachdenken, mal wieder ein paar mehr Leute hier in allen anderen Fabriken einzusetzen. Damit das ein bisschen geschmeidiger läuft. Gerade Fleisch ist zum Beispiel sehr dünn bei uns. Also nach und nach.
Bau eine schnelle, eine oberirdische Leitung geht schneller zu bauen. Ah ja, das ist okay für mich. Also das passt mir tatsächlich schon so ganz gut. Ich mag das, wenn man das nicht sieht. Also ich mache das ganz gerne mal so auf Überlandstrecken, lange Leitungen, aber das ist so ein ganz kurzes Ding. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. So, wie schaut es hier aus? Da wird noch ein bisschen Rest abgeholt, aber dann können wir nämlich schon mal hier einen Eingang legen. Dann werden wir das so drehen. Oh, warte mal ganz kurz. Nee, das passt. Das ist ja, der Prio-Schalter soll ja die Sondermüllgeschichte machen. So, dann können wir jetzt den Ausgang schon legen. So, Ausgang ist dran. Ausgang hat niedrige Priorität. Und hier können wir jetzt mit der zweiten Ausgangsleitung auch schon rausgehen. Schaut ein bisschen wild aus, aber ist okay für mich. Solange es funktioniert. So. Und jetzt können wir mit der Eingangsleitung auch noch rein. Gut. Der Rest, das kann in Ruhe abgerissen werden. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mit. Und da müssten dann demnächst Fahrzeuge dann kommen dafür. Ja, sind schon welche auf dem Weg. Sehr, sehr gut. Da brauchen auch nur ein paar Tonnen Kies. Das kostet ja nicht mal die Welt, ne? Das kostet nur ein bisschen Arbeitszeit. Das kriegen wir hin. Gut, und dann sagen wir jetzt, pass auf. Das hier ist hohe Priorität in die Stadt. Das ist niedrige. Und Eingangsverbindung ist hohe Priorität. Sehe ich das richtig? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verändern sollte. Das ist wurscht wahrscheinlich. So, heißt doch im Umkehrschluss gerade, aus der Stadt wird gerade kein Plus, was wir machen, in den Export geleitet, sondern es kommt ausschließlich von hier, der Strom wird hier gespalten, wenn er in der Stadt gebraucht wird. Geht er in die Stadt rein? Wenn nicht, geht er da raus. Das heißt, ich könnte doch jetzt hergehen und das hier auf Let's Go stellen, oder? Sehe ich das richtig gerade? Wenn du Strom importieren musst, geht das nicht, ne? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wobei, wir produzieren so viel Strom über die Müllverbrennung. Das ist für jetzt gerade im Moment noch gar kein Problem. Der Transformator schafft es ja allein sogar schon. 2. Leitung legen von der Grenze quasi für den Import. Könnte man drüber nachdenken, ja. Könnten wir drüber nachdenken. Im Augenblick jetzt erstmal für mich noch ich will erstmal schauen, dass das funktioniert. Einfach Export auf 100, das geht schon. Okay, alles klar. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das jetzt hochdrehen. Wenn das läuft. So, aus dem Bützweier kommt die Bützenbacher Jauchegrube fürs Bützenbacher Schwimmteam. Ist in Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich läuft. Ne? Ich meine, wir machen 96 Rubelcent. Ich weiß gar nicht, was ist das kleinere als Rubel? Keine Ahnung, ich bin nicht drin in dem Währungsgame. Können die Kabel überhaupt 18 mehr? Nee, können sie nicht. Ich glaube, die können nur 14 oder so. Aber es ist nicht schlimm, ich meine, das muss er erstmal produzieren. Nur 12, sagt Hilbert, ja. Okay, ich wusste es weniger, aber ob jetzt 12 oder 14. Rublis! Wo haben die das jetzt hingekippt? Da, okay, da ist es drauf, okay. Und hier auch, okay, alles klar. Ja gut, dann ist schon wieder einer liegen geblieben.
100% Abnutzung. Kommt unsere Werkstatt gerade nach. Die hat tatsächlich so ein bisschen... Das schaut so aus, als würden die gerade hinterherkommen. Unsere Werkstattwagen sind fleißig unterwegs auf jeden Fall. Ich nenne sie jetzt einfach Rubelcent, auch wenn es komplett falsch ist, ne? Aber es ist das Einzige, was ich weiß. Bei der 600er Produktion der Verbrennung brauchst du auch erstmal 20 Anlagen, um das Kabel auszulassen. Eben deswegen sage ich ja, es ist völlig wurscht jetzt gerade. Kopeken. Die sind kleiner als Rubel. Oder besser Bahn. Okay. Das hilft mir auch. Ein russischer Rubel gibt es momentan für 1 Cent. Das ist okay. Quasi wertlos, sagst du. Oh, hier wird getankt, oder was? Ja. Das ist ziemlich leer. Ich finde es immer noch schlimm, dass der Sondermüll so niedrig ist. Wir würden uns dumm und dämlich verdienen, aber der Markt geht da mit, wenn du so viel ziehst. Ja, und die können gerade mit voller... Die können nichts produzieren, weil sie keinen Abnehmer haben. Die können den Strom nicht ins Nirvana produzieren. Die brauchen einen Abnehmer. Deswegen, die werden auf 100% hochgehen, wenn das hier fertig gebaut ist. Ich hoffe ja natürlich, dass jetzt mal Fahrzeuge kommen. Was hast du vor? Tanken wahrscheinlich. Hier kommt... Ja, 34 Arbeiter. Jetzt schauen wir mal. Da sind die alle. Ja, die arbeiten das. Schau mal, die wurschteln hier schon. Schade, dass wir keinen freien Bagger haben. Boah, wir sind bevölkerungstechnisch sind wir gerade auf einem relativ hohen Niveau. Also ich meine, das müsste fast allzeithoch sein. Ich glaube, 2,8 oder so war allzeithoch. Kriminalität ist ein Problem. Muss mal schnell schauen. Das. Jetzt ist es okay, ne? Das ist Aufklärungschance, die Untersuchung läuft, das passt schon. Hier wird was verhandelt, hier sitzen ein paar im Knast. Aber wir haben natürlich eine ganz schlechte Statistik bei unserer Polizei. Die kommen halt, weil wir halt viel abbrechen mussten auch, damit die überhaupt irgendwas schaffen können. Schau mal, wie die das lösen hier. Das geht schon ein bisschen, ne? Kommen hier auch Leute? Ja, da sind auf jeden Fall Fahrzeuge auf dem Weg. Ja, sehr gut. Im Stahlwerk könnten die sein. Ja, das können wir mal schauen. Muss das Stahlwerkers finden. Ja, da ist einer. Der kämpft hier ganz allein, weißt du? Aber ich find's krass, ne? Wie schnell mittlerweile... Ich meine, gut, diese Dinger kosten halt auch 35 Tonnen Stahl, Alter! Das habe ich gar nicht drauf geachtet. 20 Tonnen. 45 Tonnen. 50. Kirito unterstrich 151515 ist am geilsten und haut 50 Bits raus. 100 Kopeke sind ein Rubel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, wie viele 100 Millionen wir dafür Stahl rausballern dürfen? Der ganze Spaß geht ja hier auch weiter. Wir schauen einfach nicht mehr da hinten und sagen, was? Stahlwerk? Ich habe noch nie von einem Stahlwerk gehört. Habt ihr schon mal von einem Stahlwerk gehört? Nie gehört von. Bützenbach wird wegen dem Förderband pleite gehen. Oh Gott. Wenn du die Kohle nachher verkaufst... Nee, der Stahl, ich will den Stahl tatsächlich nachher auch zum Teil verkaufen. Und zum Teil natürlich für die Bauwirtschaft einsetzen. Also die Wirtschaft ist in der Regel immer so eine ganz geile Sache. Sobald du das Stahl selber produzierst, dann entlastest du dich so sehr, weil du kaufst ja für Hunderttausende im Jahr kaufst du Stahl ein, jetzt für mehr. Aber generell ja für die ganzen Bauaufträge brauchst du Stahl in rauen Mengen und der ist halt sackteuer, ne? Also ich sag euch mal, was die Tonne gerade Stahl kostet. Wo haben wir sie...
Stahl. 743 Rubel kostet eine Tonne Stahl. Und das ist natürlich ein Haufen Geld, was wir da ausgeben.